Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einem neuen Video und die Retro-Olympiade geht hier auch wieder in die nächste Runde und dieses Mal ist der Wunsch vom Retro-Robby dran. Viele Grüße an dich an dieser Stelle und der hat sich Rock'n'Roll Racing gewünscht. Ja, das wird eine spannende Sache. Ziel ist es hier bei New Game, ein Player auf Veteran. 5 Rennen zu fahren und wer am meisten Kohle eingesammelt hat, der hat dann entsprechend gewonnen. Mal gucken, wie ich mich schlage. Ich habe ja vor Urzeiten mal einen Test zu dem Spiel gemacht. Da habe ich das natürlich ein bisschen intensiver gezockt. Aber es ist jetzt bestimmt 3-4 Jahre her. Oh, ich werde alt, merke ich gerade. Deswegen mal gucken, wie meine Erfahrung und Gedächtnisse hier da sind. Also ich hoffe, ich schneide nicht allzu schlecht ab, aber schauen wir mal. Ich habe hier immer den Snake Sanders auf jeden Fall genommen, das weiß ich noch. Und dann gucken wir hier mal. Wir können hier natürlich jetzt erstmal schauen, was für ein Auto wir haben. Ich denke mal hier das vorgeschlagene, das passt schon einigermaßen. Ich nehme immer ganz gerne diese, sagen wir mal, mittleren Autos, die nicht irgendwie allzu schnell sind oder ähnliches. Dann gucken wir mal. Kaufen wir mal ein bisschen Equipment, würde ich sagen. Was ich immer ganz gut finde, wie viel Kohle haben wir? Ach, wir haben nur noch 2000 Dollar. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich eh nicht. Nee, wir können uns eh nichts leisten, merke ich gerade. Okay, also das Upgrade, das lassen wir erstmal, würde ich sagen. Und dann genug der langen Vorrede, starten wir mal das erste Rennen. Das Spiel ist ja so ein Frühspiel von Blizzard und natürlich vor allen Dingen wegen seinem Soundtrack, ihr hört es ja, sehr, sehr interessant und sehr spaßig. So, und diese isometrische Sicht finde ich ja sowieso klasse. Ich habe ja als Kind, habe ich RC Pro AM auf dem NES geliebt. So, gucken. Also ich schneide jetzt nicht komplett Kacke ab, würde ich sagen. Wobei natürlich bei so einem Rennspiel ist es ja auch häufig so. Die steuern sich immer alle etwas anders. Die Übung, man kommt da etwas raus. Und vor allem mit diesem isometrischen Autorennspiel ist das ja auch immer so ein bisschen... Mist, jetzt bin ich da in die Fallen gefahren. Werde aber zum Glück weitergeschubst von den Kontrahenten. Ist halt immer so eine Sache, isometrische Rennspiele. Die können gut sein, können aber auch richtig scheiße sein. Also wie gesagt, gutes Beispiel ist RC Pro AM auf dem NES, habe ich als Kind geliebt. Und auch auf dem Gameboy gibt es da Super RC Pro AM. Auch das ist richtig klasse. Ah, ich kann ja auch selber Fallen legen. Okay, cool. Dann gucke ich mal, wie gesagt, ich habe... Das war jetzt hier aber unfair, würde ich sagen. Stimmt, man könnte auch kämpfen. Wie gesagt, das ist echt, echt krass, wie schnell man... Okay, da habe ich jetzt keine Charges mehr. Das ist krass, wie schnell man so die ganzen Fakten vergisst, ne? Ich habe das Spiel wirklich intensiv gespielt, weil um so einen Test zu machen, braucht man besseres Wissen. Wie viele Runden fährt man denn? Waren das so viele Runden? Laps 1. Ach, das ist wahrscheinlich das, was dann übrig geblieben ist. Dann gucken wir mal. Ich bin immer noch scheiße. Vierte. Aber die anderen machen auch zum Glück Fehler. Dass die anderen ja auch immer gleich immer so Schwierigkeitsgrad-Veteran oder irgendwie sowas hier verlangen. Ich habe hier gerade schon vorher, dass das Video, weil wir natürlich hier vorproduzieren, weil einer ja immer die Spiele zusammenfasst, habe ich hier schon Super Protector aufgenommen und ich sag mal so, da steige ich nicht ganz so geil ab. Okay, dritter Platz, immerhin nicht letzter. Gucken wir mal. Mal gucken. So, jetzt haben wir das erste Rennen haben wir. Jetzt haben wir 8000 Dollar. Jetzt gucke ich mal, was man da vielleicht schon upgraden kann. Wahrscheinlich nicht sehr viel. Ich kann hier Jumpjets, ist auch nicht so. Mehr Munition wäre schon geil. Oder hier bessere Reifen, da bin ich immer ja so ein ganz großer Fan von. Weil mir Grip ist immer gut. Aber ich würde sagen, starten wir dann gleich mal in das nächste Rennen. Und vielleicht schaffe ich da mal einen zweiten zu werden oder irgendwas. So. Jedenfalls bin ich jetzt wieder ein bisschen vertrauter mit der Steuerung. Gut, diese Goldbarren soll ich natürlich wahrscheinlich im Idealfall einsammeln. Ich bin jetzt schon out of charges. Ach, dann übernimmt er wahrscheinlich, also Charges, die Munition wird das denn ja sein. Dann nimmt er das wahrscheinlich von Rennen zu Rennen mit. Okay, gut. Muss ich nachkaufen. So, da ist Geld. Money
Power-Up. Das ist ganz gut. Vielleicht kann ich auch strategisch, weil ich glaube, jetzt irgendwie immer großartig Erster zu werden, das kann ich mir wahrscheinlich irgendwie sparen. Dass ich mir im Wesentlichen irgendwie versuche, immer die Money-Power-Ups irgendwie zu schnappen. Und da dann halt einen geldwerten Vorteil natürlich zu haben. Aber irgendwie haben mir die anderen das hier schon weggeschnappt, glaube ich. Aber ich denke mal so, ja, schon wieder einer. Also nicht schlecht. Zack. Also ich wollte gerade sagen, ich mache mich gar nicht so schlecht, ne? Meine Fresse. So, mal gucken. Ah, damit springe ich, okay. Scheiße, jetzt verkacke ich das Rennen vollkommen. Wie gesagt, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Und ich weiß, dass natürlich jetzt, denkt sich der eine oder andere, Höhe, der Panda, der hier eine Ausrede nach der anderen. Aber so ist es halt. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr länger mal ein Spiel, was ihr jetzt nicht unbedingt so als Kind gefeiert habt oder ähnliches, spielt und dann vergisst man irgendwie leider so öfter mal die Hälfte. Ich fahre jetzt auch über jeden Scheiß drüber gerade. Ja, das Auto explodieren, das hat mich jetzt so rausgebracht. Ihr seht es ja oben an der kleinen Karte. Das wird jetzt leider nicht mehr wirklich was. Aber gut, ich habe immerhin in diesem Rennen habe ich hier zweimal den Goldbarren eingesammelt. Das heißt, es dürfte hoffentlich gar nicht so schlecht werden. So. Prima, wunderbar. Rennen Nummer 2 haben wir geregelt. Haben es halt leider nicht so wirklich viel eingeheimst. Aber nun gut, dann würde ich sagen, wir haben 10.000 Dollar. Wir können uns jetzt eh nichts Neues großartig kaufen. Hoffen wir mal, dass das nächste Rennen besser wird, würde ich sagen. Und es geht hier auch schon los. Die Rennerei. Ich habe ein Armor-Power abbekommen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und wieder. Also sollte mich wirklich tatsächlich, glaube ich, mehr drauf achten, für den ganzen Kram einzusammeln. Das Problem ist, ich will mir halt nicht diese Waffen-Upgrades kaufen. Aber ich versuche gerade, traue mich gar nicht zu reden. Das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. So beim normalen Spielen ist das ja immer alles okay, aber wenn man das dann alles einigermaßen noch kommentieren muss und sich dabei konzentrieren muss, ist das gar nicht so einfach. Oh, so knapp am Goldbarren vorbei. So knapp. Aber ich glaube, das Rennen wird hier auf jeden Fall besser. Also das ist sehr überraschend. Noch eine Runde. Ne, noch zwei. Scheiße. Ich dachte noch eine Runde, das ist durchaus schaffbar. Ja. Überall diese Stachelfallen von den Idioten hier. Meine Fresse. So, Goldbarren haben wir sehr gut. Und dann, ich habe die einen so einigermaßen abgehangen. Deswegen, vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich Glück und dann stehen meine Chancen wahrscheinlich jetzt auch nicht so super schlecht, dass ich hier Letzter werde. Ich meine, es geht natürlich um Spaß, ist klar. Aber Letzter zu werden muss man ja auch nicht unbedingt machen. Vor allem, wenn ich ja schon mal ein Video über das Spiel gemacht habe, sonst wird es peinlich. Und ja, ja. Ich bin kein Totalversager. So, richtig, richtig gut. So, dann gucken wir mal. Jetzt können wir bestimmt irgendwas kaufen. Ich habe die Preise immer noch nicht im Kopf, aber wir können irgendwas kaufen. Ammunition, One Barrel, 20.000. Ja, gönnen wir uns mal, ne? Dann können wir den anderen mal so ein bisschen Feuer unter den Arsch machen. So. Und dann gucken wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Das ist jetzt Rennen Nummer 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Rennen Nummer 4. Bin jetzt hier gerade so aufgeregt. Die schießen alle, ne? Haben die irgendwie unendlich Munition? Kann das sein? Oder interpretiere ich das falsch? Weil die schießen ja alle so am Anfang. Während ich mir das natürlich hier strategisch einigermaßen aufspare. Oh, da gibt es viel extra. Ah! Ja, immerhin Goldbarren und Armor. Ja, wunderbar. Bin zwar nur auf Platz 3, aber ich bin ja noch lange nicht abgehangen. Deswegen gucken wir einfach mal weiter. So. Zack. Und zack. Zack. Okay, jetzt bin ich jetzt schon wieder out of... Oh! Ich hatte auch das Armor-Pickup. Ah, jetzt bin ich wieder so weit abgeschlagen. Obwohl, wir haben noch 3 Runden. Anscheinend mit den Rennen scheint das zu skalieren, dass das immer mehr Runden werden.
und die anderen verhauen es auch. Wie scheiße, das habe ich mich gerade ungünstig gedreht. Dritter? Ich wollte gerade sagen, ich müsste eigentlich Zweiter sein. So. Vielleicht schaffe ich es noch, obwohl... Na, der Erste... Oh, ich blinzel gerade so ein bisschen auf die Karte da oben. Der Erste ist natürlich wirklich, wirklich weit entfernt. Das Gute ist natürlich hier auch, dass die Computergegner auch so ein bisschen Fahrfehler machen und sich gegenseitig bekämpfen. Ihr kennt es wahrscheinlich selber. Es ist immer so das Nervigste, wenn ihr irgendwie so ein Autorennspiel habt, wo man halt auch Waffen einsetzen kann. Und der Computer, dann fährt den grundsätzlich perfekt und fährt in keine Fallen rein und etc. Das ist immer so echt so das super Nervige irgendwie. Und ich fahre hier wirklich gerade in jede Stachelfalle rein, die ich hier finde, habe ich das Gefühl. Komm, alles nur nicht letzter werden. Nur nicht letzter werden. Ich bin schon stark angeschlagen, das sehe ich. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch zumindest nicht letzt. Ah, verdammte Hacke. Der hat mich jetzt aber... Oh shit, nein. Ja, die Steuerung ist gerade... ich bin zu sehr beschädigt, deswegen ist die Steuerung gerade echt blöd. Ah. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gucken mal wirklich das letzte Rennen. Ich habe immer zumindest einmal den ersten Platz erreicht, wie auch immer. Frage ich mich jetzt gerade immer noch. Aber es durfte halt nicht komplett schaffen. So. Zack. Ich habe meine Schüsse hier schon verbraucht. Okay, wo liegen hier die Kisten und so weiter? Also die dampfen eigentlich alle. So, okay, Armor. Ich jetzt etwas besser. Der qualmt schon vielleicht. Ne? Ach shit. Da war ein Goldbarren. Das wäre natürlich nicht verkehrt, wenn die auch mal in die Luft fliegen würden. Ja. Weil so ein zweiter, erster Platz in einem Rennen, das wäre natürlich durchaus mal eine nette Sache. Wo ist denn der letzte? Oder fahren wir es nur noch zu dritt? Ach, da ist er! Ich dachte schon, wo ist denn der gelandet? Ja, ich weiß, ich hätte hier wahrscheinlich hier und da mal ab und zu besser springen sollen. Aber ich versuche mich hier gerade... Weil genau sowas dann passiert, ne? Ich wollte es gerade demonstrieren, wie ich da mal da springen kann. Und deswegen lasse ich irgendwie sowas, weil mein Muskelgedächtnis, wo man irgendwie gerade super springen muss, ist das nicht gerade das Beste. Und ihr kennt es wahrscheinlich bei Super Mario Kart zum Beispiel. Da kann man ja auch so hüpfen, um entsprechend hier zu sliden, zu driften. Und wenn man das nicht richtig einsetzt, ist das halt eher kontraproduktiv. Und deswegen habe ich das jetzt immer gerade versucht zu vermeiden. Dann gucken wir mal. Ja. Noch eine Runde. Ah, das ist der vierte Platz. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe, ehrlich gesagt. Das glaube ich leider nicht. So. Aber ich versuche mal. Obwohl. Ja, haltet euch fest. Obwohl die Ziellinie. Ah, das wird knapp. Aber nein. Ah, shit. Okay, auf der Minikarte habe ich ja gerade hingeschieden. Da sah es nicht ganz so schlimm aus. Aber nun gut, 5 Rennen, einmal Platz 3, einmal Platz 1, sonst dreimal Platz 4. Könnte schlimmer sein, glaube ich. Ne? Also, vielen Dank an Retro Robby für diese tolle Challenge und schaut mal bei den anderen vorbei, ist natürlich unten im Bemerkungsfeld alles verlinkt. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt, wunderschönen Tag euch noch. Macht's gut, ihr Lieben, tschüss.